Hi now und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Factorio mit mir und dem Patrick. Hi na. Patrick. So, wir waren dabei, diese großartige Belüftungsanlage, Schrägstrich Befeuchtungsanlage am Laufen zu kriegen, ans Laufen zu kriegen. Wir sind dabei stehen geblieben, dass wir noch keine Baupläne haben für Gas. Das fehlt tatsächlich und das werden wir als nächstes uns angucken. So, ich habe für alles Mögliche schon Baupläne, nur für die Gasgeschichte haben wir noch keine. Da werden wir uns jetzt darum kümmern, dass wir das auch hinkriegen. Ich brauche dazu noch ein paar weitere Baupläne. Leere, jab, jab. Haben wir welche? Okay. Aber vom Prinzip her ist ein Gassystem eigentlich das gleiche auch wie das mit Flüssigkeiten, ne? Rein theoretisch. Rein praktisch ist da nur zwei Unterschiede. Einmal, du musst anstatt Pumpen, musst du Kompressoren einbauen. Das kriegen wir hin. Ich brauche noch. Hast du noch einen Kompressor? Nee, oder nicht? Hatte alle System geworfen. Hab ich eine. Okay. Und dann fehlt da mir aus unbekannten Gründen irgendeine Kiste, die ich gerade abgerissen habe. Nein, das ist richtig. So. Da. Okay, und dann kommt nämlich hierhin. Brauchen wir die Kanister. Die leeren Bottled Gas-Dinger. So, Bottled Gas-Dinger haben wir hier. Und hier kommt dann erstmal Petroleum, ne? Das ist das erste. Warte. Man muss das richtig auswählen. Petroleum, Fill. Nee, Empty. Und hier kommt Fill hin. Und dann kommt da noch das mit dem Bauplan. Hier der Bauplan. So, haben wir das. Können wir das da rausnehmen und das da rausnehmen. Okay. Und damit haben wir jetzt die Möglichkeit. Ja. So. Okay, gut. Das heißt, wenn. Oh, Patrick, du bist raus. Was hast du gemacht? Mutti. Was hast du gemacht? Factorio ärgert mich. Okay, Patrick ist wieder da. Patrick, willst du das unten umbauen auf... Ist schon auf dem Weg. Auf, dass da halt die Petroleum in die Dings da reingepumpt wird, innen drin rein. Bin schon dabei. Okay, das heißt, ich kann dann hier sagen... Oh, hast du... Habe ich das? Hast du das angefordert? Was? Petroleum. Mhm. Das war ein Fehler. Warum? Weil das in dem Bauplan jetzt drin ist und das heißt, jedes Ding da wird dann requested Petroleum. Yes! Schade. Das ist not der Sinn auf der Sache. Hat aber geklappt. Ja. Meine Taktik. Aber lass mal nicht machen. Was hältst du davon? Ich finde das geil. Ja, das ist, dass du Schadenfreude hast, ist mir klar. Ja. Ich darf das. Jetzt kann man das aber sagen, hier, mach das da voll, mach 200.000 Stück davon voll, ist vollkommen egal, voll. So, ich habe mich nochmal umgesetzt. Mikrofon, Verschiebenski. Gut, Patrick, wie sieht's aus bei dir? Patrick, bisschen Arbeit. Ich will nicht stressen, aber ich sehe hier kein einziges Petroleum, kann ich da ankommen. Boah, ist der nervig. Das ist richtig. Hast du Kanister angeschlossen? Kanister sind dran. Kanister sind hier oben schon 20.000 Stück angekommen, tatsächlich. Es ist auch schon eingestellt, dass das rausgefiltert wird. Und es ist auch schon requestet, dass diese großartigen Bottled Petroleum, whatever, Gas-Dinger. Oh, es kommt. Es kommt nur langsam. Ja, das ist der Rest. Ich muss erstmal hier einen Weg durch diesen Irrgarten, die Tür ist zu, Irrgarten finden. Der ist eigentlich total lächerlich, ne? Ja, aber trotzdem. Aber es funktioniert halt. So, jetzt habe ich nur noch ein Problem. Was hast du das für das? Wow, Patrick, ohne Witz. Was? Schreibt aus Förderbinnen Leo dahin. Ja.
Ich habe ein viel größeres Problem, ja? Das ist richtig. Was denn? Danke. Ja. Verdammt, wo soll ich die Pumpe hinstellen? Ah, ich weiß, was ich mache. Hast du in die Pumpe Speed Upgrade Ports reingebaut? Ey, Leo, das ist der Rest aus dem einen Tank gewesen. Den wollte ich nicht wegkippen, deswegen habe ich da spontan einen Kompressor vorgesetzt. Ich sehe schon, ich muss da runterkommen. Hallo? Don't mob other users hier. Doch, doch. So, was ist jetzt hier los? Jetzt? Hier? Hier. Ja, jetzt hier. Es riecht komisch, ich glaube, Leo ist da. Eigentlich jetzt schon. Mein Viertelschild ist weg. Verdient zu sterben, ja. Und mit dieser Patrick, ja. Dieser Patrick. Was, du willst wissen, was Sache ist? No. So. Wenn hier irgend so ein ultraintelligenter Mensch dieses Kistchen hier nicht so brutal in den Weg gestellt hätte, wäre das alles auch viel einfacher. Wow. Mhm. Wow. Ja. Du hast es schon nicht leicht, Patrick, ne? Ja, ich weiß. Kriegst du das hin oder soll ich dir helfen? Leo, geh einfach weg. Okay. Geh einfach weg. Okay. Aber Patrick? Geh weg. Okay. Aber okay. Patrick? Ich seh dich. Geh weg. Alles wird gut, Patrick. Alles wird gut. Geh weg. Patrick? Es wird alles gut werden. Du Mongo, Alter. Jetzt habe ich das Ding auf die falsche Seite gebaut. Das liegt jetzt natürlich an mir. Jetzt habe ich keinen Kompressor mehr. Ach ja. Ist das nicht wunderbar? So, wo waren wir denn stehen geblieben? Ja. Patrick muss atmen. Patrick atmet. Patrick inhaliert. Patrick ist ein Atmer. Ich habe doch irgendwo einen Bauplan gebaut. Den da. Oh, er hat einen Bauplan gebaut. Kann ich das dahin bauen? Kann ich nicht dahin bauen, weil da ist ein Ding im Weg. Aber ich kann das aber abreißen. Mach dich weg. Wahrscheinlich wieder irgendwas Überlebenswichtiges und vielleicht gibt es gar nichts mehr. Das wäre tatsächlich nicht das erste Mal. Aber... Ja, deswegen sage ich es ja. Das Problem ist, wir müssen halt irgendwann auch das so umbauen, ne, dass wir halt dann wirklich alles dann abreißen. Früher oder später, ne? Und wirklich dann nur noch mit den Pumpen anliefern, weil bringt jetzt nichts, wenn wir das alles auslagern. Wir müssen das auch dann irgendwann irgendwie wieder einlagern. Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber das darfst du denn machen. Nee. Das ist eine gemeinsame Aufgabe. Ja? Ja, habe ich so beschlossen. Ach, schön, dass du das beschlossen hast. Ja. Wer kann, der kann. Ich glaube, ich muss das so machen. Tatsächlich. So, jetzt haben wir damit auch gut. Das heißt, wir können jetzt oben einen weiteren Tank anschließen ans System, nämlich jetzt für Schwefelsäure. Jip. Wo war das? Hier oben war unser Tanksystem. Das heißt, ich muss jetzt einmal kurz gucken. Der mit dem Einser, das musstest du gewesen sein. So. Und dann müsste ich hier eigentlich nur sagen, ich will diese Kiste haben. Ganz viele davon. Und dann kommt das dahin und das
kommt dahin. Aber wir haben einen taktischen Fehler gemacht. Wir haben das so gebaut, dass man das halt gut ausbauen kann, jetzt das Tanknetz, ne? Quasi. Du kannst ja hinten, hinten immer weitere Tanks dran bauen, das ist kein Problem. Der Nachteil ist halt, dass du das jetzt nur an einer Stelle befüllen kannst, sage ich mal. Oder es befüllt sich halt immer nur ganz rechts und fließt halt nach ganz links durch. Du hättest es so machen können, dass du es. Eigentlich geht das. Eigentlich könnte ich hier. Das könnte gehen. Lass mal ausprobieren. Naja, kommt nie was an, leider, okay. Dann geht doch nicht. Schade. Das wäre halt eine Möglichkeit gewesen, das so zu machen. So. Dann bräuchte ich jetzt tatsächlich zwei Mini-Baupläne. Noch zwei Stück, womit ich Sachen requesten kann. Pumpe. Eine Pumpe rein, eine Pumpe raus. Ein Stromnetz dahin. Und dann. Requester Chests. Da ist ein Requester Chests. So. Ist eigentlich egal, was da reinkommt, ne? So. Und damit hätten wir das. Das müssen wir auch uns als Bauplan speichern. So, hopp. Und dann reißen wir das ab. Und dann brauchen wir noch ein Kompressor. Habe ich einen Kompressor? Ich habe keinen Kompressor. Fuck it. Muss ich welche requesten? Ich hasse es. Such. Wo ist das denn? Kompressor Stufe 4, bitte. Das Problem ist, vielleicht sollten wir nicht so viele Tanks am Anfang dran bauen, weißt du? Weil jetzt ist es so, dass die Tanks sich erst füllen müssen, bis du halt wieder Kisten hast mit, wie soll man sagen, bis halt diese Fässer in der Passive Provider Chest ankommen, sodass sie angeboten werden können. Weißt du, was ich meine? Weil ist ja jetzt gerade ein Kreislauf, ne? Weil du hast eine Passive-Provider-Chest und links hast du halt eine Chest, wo du halt die ganze Zeit requestest, die Dinger. Das heißt, es wird in die Passive-Provider-Chest eingelagert und sofort wieder in die Requester-Chest quasi abgeholt. Solange bis halt der Tank voll ist. So lange wird der Kreislauf die ganze Zeit laufen. Ja. Das ist doof. Aber wenn ich jetzt das jetzt abreiße, geht echt mächtig viel wieder verloren, ne? Ja. Ach, who cares? So, was habe ich jetzt? Ich wollte eine Pumpe haben, einen Kompressor. Mach dich weg da, du stehst im Weg. Hat er schon wieder auf mich geschossen? Sag mal, Patrick, hast du latente Aggressivitätsprobleme? Ja. Deutsche Sprache, schwere Sprache, Aggressionsprobleme? Ich frage nur ganz, ganz höflich. Ich möchte das nicht beurteilen. Okay, er hat große Aggressionsprobleme, nicht nur kleine. Hörst du wohl auf damit? Ich habe fast mein Schild weggeschossen. Nee, doch. So.
Damit hätten wir auch das. Gut. Gut, 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 gut. Alles klar, jetzt haben wir die Baupläne dafür. Jetzt könnten wir eigentlich doch zum Beispiel jetzt... Wow. Wie das Ganze einfach mal nicht funktioniert, weil ich habe keine Ahnung warum. Aber es funktioniert einfach nicht. Was ist hier los? Es ist zu wenig Silber drin. Du zeigst in die falsche Richtung, mein Freund. Lass mich das da bauen. In der falsche Richtung, das ist richtig. So, hopp. Und da ist noch ein Tunnel, den wir bauen müssen. Hier. Machst du jetzt gute Sachen hier? Chemieplant. In Stufe 2 ist das erst. Mach mal Stufe. Mehr draus. Und den da. Irgendwas ist ja tatsächlich zu wenig. Schwefel ist zu wenig. Okay. Wir haben kein Schwefel mehr. Das ist blöd. Das ist richtig. Soll ich mal gucken, ob ich Schwefel machen kann? Nee, ich bin schon dabei, alles am Vorbereiten. Das sieht echt cool aus eigentlich. Eigentlich sieht das schon sehr witzig aus, das Ganze. Die Petroleumproduktionsdings kommt nicht mehr hinterher. Weil Schweröl voll ist. Hm. Aber sollte das eigentlich nicht passieren, dass eigentlich das... Nee, Schweröl hast du da noch gar nicht angeschlossen, weil du gesagt hast, haben wir das schon. Nee, Schweröl ist eigentlich am System dran, aber irgendwie... Ja, aber nicht von da unten. Doch, doch. Aber ich glaube, ich habe einfach nur den falschen Plan gemacht. Jupp, ja. Das ist es. Jetzt macht er das. Das funktioniert sogar echt erstaunlich gut. Das wird voll schnell leer gepumpt, das System. Ja. Mhm. Das Problem an der Geschichte ist halt, ne? Mhm. Dadurch, dass wir jetzt alles abgerissen haben. Nicht abgerissen haben, dadurch, dass wir das ganze System jetzt leer saugen, steht dem System, bis wir das umbauen, nichts zur Verfügung. Weil wir ja alles leer saugen gerade. Gut, Falls euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Folge Faktorio wieder. Macht's gut, haut rein, ciao, ciao. Tschüss.